Bin gespannt, was unsere Jury sagt. Jemand, der mit dem Macho-Gehaber ja überhaupt nichts am Hut hat, unser Frauenmissversteher, Bolasch Ecker. Wie hat's gemundet, Monsieur? Meri. Ich bin schon ein Frauenversteher. Bist du? Ja. Und sogar ein Gentleman. Er hat ja etwas hier. Und ich habe auch ein Geschenk Siehst für du dich, weil du immer aus? Sehr mies zu mir bist. Und zwar so ein Geschenk, das sogar dich das zum Weinen bringt. Da reicht schon dein Anblick. Ich brauche kein Geschenk. Ganz vom Herzen aus meinem Garten. Vielen Dank. Vielen Dank. Du mal, heißt das, du findest mich scharf? Wusste es einmal. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Reden, wenn du das gewusstet hast. Du es ist süß, dass du mir eine ungarische Schultüte mitbringst. du kommst ja mal... Ja, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, das schön einzupacken. Na, Feig, wir beißen beide einmal rein, dann schauen wir, wer stärker ist. Okay. Das ist gefährlich, das ist nicht zum Scherzen. Das ist ein richtig ungarischer Paprika. Mach du. Wir brauchen die Kerne, weil das sind ja eigentlich die Schärfe. Easy, ihr könnt ganz schnell gern zum Norbert gehen. Ich muss kurz, ich hab kurz Auszeit. Joghurt hilft und Brot. Danke euch vielmals, mir wird zu heiß. Sehr schön, sehr schön. Setz dich hin, dann kann ich reden. Du kannst nichts Mieses zu mir sagen. Ja, Entschuldigung, dass wir eigentlich von eurem schönen Walzer ein bisschen die Aufmerksamkeit... Bin ich immer ein Fan und eine Verfechterin vom Klassischen. Wow, Miriam. Applaus für Zubi, bitte.